Bereits zum dritten Mal geht die ED1000 in diesem Jahr an den Start. Nachdem wir bei der Premierenausgabe im Jahr 2021 erfolgreich unter Beweis gestellt haben, dass man ohne Probleme 1000 Kilometer rein elektrisch an nur einem Tag in Deutschland fahren kann und die zweite ED1000 durch das wunderschöne Belgien und die Niederlande führte, hat das Electric Drive Magazin für die dritte Ausgabe wieder 13 Teilnehmerteams eingeladen, die wir dieses Mal in die Berge schicken. Von München über Salzburg und wieder zurück müssen einige Höhenmeter überwunden werden, die prominenten Fahrerinnen und Fahrer vor neue Herausforderungen stellen. Welches Team wird den besten Verbrauch haben? Wird wieder das Team Porsche als erstes am Ziel ankommen? Und wer schlägt sich am besten in den Höhenmetern? Auf geht's zur dritten ED1000. Fit sind wir immer, ja, genau. Wir sind immer fit, die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Wir haben den Auftrag, den wollen wir heute mal umsetzen. Grandios, würde ich sagen, oder? Wie ist bei dir? Mega gut. Wir werden ja gewinnen heute, ne? Wir haben uns gut vorbereitet. Ja, stimmt. Wir haben gestern Abend noch trainiert. Wir sind hier mal die Straße hoch und wieder runtergefahren. Wir haben eine Ladestrategie, die ist unschlagbar. Ich denke, dass man vielleicht so mit 4 Ladestops sollte hinkommen. Hoffen wir mal. Wenn wir denn sehen, wenn wir heute Abend wieder hier sind. Müde, fit, aber gut gelaunt. Er hat Kaffee getrunken, aber optimistisch fit. Ich habe richtig gute Laune. Ja, also mich begeistert vor allem der Battery Swap. Dass man innerhalb von 5 bis 7 Minuten die Batterie tauschen kann, ist ein Riesenvorteil in unserer USP für NIO. Und das begeistert mich schon schwer, um ehrlich zu sein. Stimmung ist gut, aber auch früh, oder? Ja, aber es passt schon, alles gut. Ja, wir wollen vor der Welle fahren. Ladestrategie ist, wir werden auf jeden Fall immer versuchen, bis 80% zu kommen und werden hoffentlich nicht allzu lange brauchen. Wir sind heiß darauf, jetzt zu starten. 6 Uhr morgens ist für mich kein Problem. Wir fahren los, wir laden unterwegs, wenn wir müssen. Wenn nicht, fahren wir durch. Das ist unsere Strategie. Dieses Mal sind wir tatsächlich happy, weil ein neues Auto, effizienteres Auto. Ehrlich gesagt, Respekt haben wir gar keinen. Wir fahren das zum dritten Mal mit. Wir kriegen das wieder hin. Wir haben das letztes Jahr schon ganz gut gemacht und dieses Jahr werden wir es gewinnen. Oh, ich habe trainiert. Also nicht mit dem Auto, also ich bin ein völliger Anfänger. E-Auto, überhaupt kein Plan. Ich hoffe, wir kommen gut über die Runden und ich freue mich drauf. Besser einmal zu viel und ein paar Minuten länger laden als zu wenig, gerade wegen den 5000 Höhenmetern, ehrlich gesagt. Da haben wir so ein bisschen Respekt vor und auch vor der Länge der Strecke. Aber ich glaube, das, was wir uns ausgedacht haben gestern, ist gut. Ja, es gibt eine Strategie, die ist bis jetzt noch geheim. Aber ich denke, dass ihr habt ein großes Vertrauen in den Mike auch und aus seiner Erfahrung von den letzten 2 Ausgaben der ED1000. Alle Fahrzeuge sind nun auf der Strecke. Doch wie denken unsere Fahrerinnen und Fahrer eigentlich privat über Elektromobilität? Fragen wir Rennikone Isolde Holderried und Alexander Wohlfahrt von buschtaxi.net in ihrem Toyota BZ4X. Ja, mit dem E-Auto ist es schon anders. Vor 2 Jahren bin ich ja mit dem Wasserstoffauto gefahren, mit dem Mirai. Und nur E an Bord zu haben, man muss anders kalkulieren und sich schon Gedanken machen, wie weit komme ich, wo lade ich. Bei einem E-Auto, man hat auch den Vorteil, dass das Ansprechverhalten des E-Autos unheimlich gut ist. Man geht aufs Gas und er geht ab. Und wie sieht Schauspieler und Musiker Felix von Jascharow gemeinsam mit Carsten Michel im blauen Kia EV6 das? Ich setze mich gerne in ein elektrisches Auto zum Beispiel oder achte ein bisschen auf die Umwelt, allein auch wegen meiner Kinder. Für die ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass die ihre Jugend so ausleben können, so wie ich es damals gemacht habe, nämlich auf einem gesunden Planeten. Mit einem besonders innovativen Ansatz gehen Kasimir Hupe und Jan Bode im NIO ET5 an den Start. Ich denke, die meisten haben noch Reichweitenangst. Ich denke, das ist aber nur ein Vorurteil. Gerade zum Beispiel bei NIO gibt es ja schon die Innovation mit dem Batterietauschen. Das dauert 4 bis 5 Minuten, dann kann man direkt weiterfahren. Also da gibt es eigentlich keine Argumente mehr, die gegen Elektroautos sprechen. Film- und Fernsehschauspieler Tim Wilde, gemeinsam mit Hartmut Adam im Opel Mokka Electric unterwegs, ist sich da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen oder sein müssten eigentlich. Vielleicht gibt es auch eine Mischung zwischen Elektro und eine richtige Knatterkarre, dass man da so einen Ton drauf macht und so. Aber ansonsten, wie die Zukunft aussieht, also ich denke, wir müssen was machen, das ist ja klar. Dass sich etwas ändern soll, sieht auch Marie-Christine Wricke so, die gemeinsam mit Sarah Schmitz im Volvo XC40 unterwegs ist. Ein E-Auto ist natürlich nicht grün, wenn es aus der Fabrik kommt, das wissen wir alle. Das amortisiert sich ja dann erst mit 30, 40, 50.000 Kilometern, je nachdem, welches Fahrprofil man natürlich auch hat. Aber es ist natürlich so, dass man
relativ sauber Auto fahren kann und natürlich auch die Richtung dahin geht, dann CO2-neutral unterwegs zu sein. Neben Nachhaltigkeit geht es für YouTuber Jan Gleitzmann, der zusammen mit Sascha Pallenberg im Skoda Enyaq fährt, vor allem auch um Leistung und Effizienz. Die Ladeleistung ist mir persönlich wichtiger als die Reichweite, weil wenn ich nur kurz laden muss und trotzdem 200, 300 Kilometer weit komme, dann ist das ja in Ordnung. Und alle zwei Stunden soll man ja immer anhalten, um sich die Beine zu vertreten. Optimal wäre natürlich hohe Ladeleistung bei großer Reichweite. Am Checkpoint der weltbekannten Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen müssen die Teams ein schnelles Selfie machen, bevor es dann weiter in Richtung Salzburg geht. Wie viel Respekt haben unsere Teams eigentlich vor der jetzt anstehenden Herausforderung der Höhenmeter? Ich habe deutlich mehr Respekt vor den Höhenmetern als vor der Strecke. Auch elektrisch, das habe ich schon mehrfach gemacht, letztendlich auch schon zweimal bei der ED 1000. Aber wie sich das mit den Höhenmetern verhält, gerade wenn es bergauf geht, wie schnell ist der Akku leer und wie viel kann ich wirklich rekuperieren, wenn es wieder bergab geht, das finde ich schon spannend, da habe ich ein bisschen Respekt. Ich finde die Höhenmeter sportlich, muss ich sagen. Was für mich eigentlich wirklich spannend ist, ist die Frage, sind die Ladesäulen frei? Jetzt vor allem, weil wir alle zusammen da losfahren. Das wird spannend. Wir wollen natürlich hier schnell laden. Ja, das wird spannend sein, weil ich glaube, das ist nochmal eine neue Herausforderung auch für die Fahrzeuge. Einfach mit so vielen Höhenmetern, das hatten wir letztes Jahr ja gar nicht. Es war relativ flach, aber jetzt mit Höhenmeter geht es dann nochmal anders zur Sache. Also da bin ich gespannt. Das wird dann nochmal ja, eine höhere Herausforderung werden. Ich habe viel mehr Respekt über 5000 Höhenmeter, wenn ich sie zu Fuß gehen muss. Mit dem Auto natürlich auch nicht. Halbzeit in Salzburg. Die Ladestation unseres Sponsors Shell Recharge, an der alle Teams einen ausgiebigen Ladestopp einlegen, erreichen Le Mans-Gewinner Timo Bernhard und Mike Wienkötter im Porsche Taycan 4S als erstes. Die Strategie bis jetzt von Mike war sehr, sehr gut. Es war auch vor allen Dingen richtig, früh loszufahren, weil gerade am Anfang hatten wir ganz wenig Verkehr, also es war richtig gut. Verbrauch ist auch relativ gut, muss ich sagen. Ich bin positiv überrascht. Dem Taycan direkt auf den Fersen, Fabian Mechtel und Bernd Abel im iWays U6 SUV Coupé. Wir kommen unserem Ziel näher, wir werden gewinnen. Oder? Ja, wir sind immer noch Auto 2 im Feld, das ist gut. Ja. Also wir sind selber positiv überrascht, sei ehrlich. Wir sind selber positiv überrascht, wie gut es läuft. Ja. Und wie läuft es mit den Höhenmetern? Ja, haben wir schon gemerkt. Vor allem das Runterfahren hat uns dann sehr geholfen. Haben wir einen Ladestopp auslassen können, einen geplanten, und sind direkt weiter zum nächsten gefahren. Ja. Und hätten noch weiterfahren können. Ja. Also tatsächlich, wir haben beeindruckende Verbräuche heute Morgen. Also als wir im Fernpass runterkamen, wären wir kurzfristig fast mal in einstellige Verbrauchswerte gekommen. Also wirklich beeindruckend. Jens Zippel von Move Electric und YouTuber Antonio Zeidler hatten hingegen mit unerwarteten Hindernissen zu kämpfen. Ja, super gelaufen. Wir sind super gut durchgekommen. Wir haben ja auch richtig Gas gegeben. Allerdings hatten wir bei beiden Ladestops, die wir jetzt hatten, die übrigens sehr kurz waren, zweimal auch Probleme. Einmal war halt ein Lader zur Hälfte besetzt. Besser gesagt, er hatte zwei Slots, aber einer war kaputt und der andere war besetzt. Und gerade eben beim Zwischenladen bei einer Ionity wollte halt der Genesis leider die Kommunikation mit der Ladesäule nicht aufbauen, sodass wir dann an einen Triple Charger mit 50 kW gehen mussten. Aber wir haben ja nur kurz geladen, keine 5 Minuten, dann waren wir wieder weg. War hervorragend. Was ich mich gewundert hat, dass wir eigentlich sehr wenig Kilowattstunden gebraucht haben. 14,7. Das ist völlig ordentlich und wir waren kein rollendes Hindernis. Sind wir zufrieden? Wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir kommen ganz gut durch. Unsere Strategie läuft auf 100%, also bisher. Strategie passt. Es ist sehr, sehr viel los auf den Straßen. Man muss sich schon so ein bisschen durchkämpfen, aber es läuft. Wie lief es bei Smart CEO Wolfgang Ufer und Markus Jordan im Smart Hashtag One? Super, also wir sind schon hier. Vor kurzem nur eingestiegen, lief wirklich richtig flüssig. Wir hatten einen Ladestopp, fahren jetzt hier gerade mit 14,5 oder 14,6 Kilowatt. Also wir sind happy und haben überhaupt keinen Stress. Ja, wir sind sehr effizient unterwegs, vielleicht zu effizient. Wir sind jetzt hier mit knapp 20% angekommen, haben noch keinen Ladestopp hinter uns. Der zweite Kia im Feld mit Autoblogger Daniel Mattes und Jan Schmiedel erreicht als nächstes den Zwischenstopp. Für uns beide ist auch Neuland, 1000 Kilometer mit einem E-Auto zu fahren. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit dem Laden sein wird und ob wir da immer gut durchkommen und halt quasi nie
auf Grund laufen und leer sind. Ja, ansonsten denke ich, gibt es da gar nicht so unfassbar viel zu beachten. Also viele Leute wollen sich das ganze Thema immer ein bisschen komplizierter machen, als es eigentlich auch ist. Fantastisch. Landschaftlich vor allen Dingen. Im Vergleich zum letzten Mal mit Belgien und Holland, dann warst du halt nur auf den Autobahnen unterwegs. Ne? Zwei Punkte, A, die Rekuperation. Und dann haben wir uns natürlich hinter jedem Ausflugsdampfer auf vier Rädern geklemmt, der nicht schnell genug weg abbiegen konnte. Ne? Bis jetzt ist gut. Ja. Also wir haben alle Stops gemacht, die wir machen wollten. Das ist jetzt unser zweiter. Und wir haben jetzt noch einen auf jeden Fall, einen zweiten optional. Aber wenn wir uns daran halten und so weiterfahren wie bis jetzt, alles wie geplant, sehr gut, ja. Und wie lief's bei Journalist Martin Prehm und Axel Segers im Opel Astra Electric beim Überwinden der Höhenmeter? Natürlich, nachdem es bergauf ging vom Chiemsee ab, etwas mehr Energie verloren und etwas mehr an Reichweite verloren pro Strecke, als zu erwarten war. Aber es war alles im grünen Bereich. Vor allem interessant, wenn man den Zöller Berg runterfährt, wie viel man da rekuperieren kann. Und da haben wir, glaube ich, auf der Strecke runter haben wir 20 Kilometer Reichweite hinzugewonnen. Ich habe ja vorhin gesagt, heute Morgen, wir hoffen auf viermal nachladen. Im Augenblick sieht es so aus, als ob wir das schaffen können. Ja gut, ich sag mal, war entspannt. Cruisen, schöne Landschaft, nicht so viel Power geben. Insofern war es ganz angenehm mit zwei Stops. Ich finde auch. Ich finde, es macht echt. Also wenn du nicht unter Zeitdruck bist, dann kannst du wirklich, fahren und es macht einfach Spaß und du guckst dir die Gegend an, du schnallerst ein bisschen, ist nicht zu laut, es nervt nicht. Also ich finde, es macht echt Spaß. Wohlgenährt und voll geladen machen sich unsere Teams bereit für die nächste Etappe. Quer durch das wunderbare Salzburger Land, umgeben von Bergen und Wäldern, geht es weiter Richtung Ziel. Was hören unsere Fahrerinnen und Fahrer eigentlich am liebsten, wenn sie auf Tour sind? Geile Frage. Peter Fox hat ein neues Album rausgebracht. Das ist ziemlich gut, da kann ich alle Lieder empfehlen. Eigentlich höre ich so querbeet, also über R&B, gerne auch mal 90er und 2000er, dass man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt in die Jugend und die Kindheit. Also gerade wenn ich daran denke, längere Strecken zu fahren, wird bei mir immer die Doors kommen, Riders on the Storm. Zur Elektromobilität passt der Anfang auch schön mit dem Regengeplatscher, was man vielleicht so beim Verbrenner gar nicht hört. Gute Musik, gute Laune Musik. Nicht zu düster, nicht zu traurig. Traurige Musik macht langsam. Also alles, was dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Michael Jackson darf auch nicht fehlen. Ganz wichtig. Nachdem alle Teams den letzten Checkpoint am ehrwürdigen Jahnstadion in Regensburg passiert haben, wird es am Ziel in der Motor World München spannend. Welches Team war am schnellsten? Welches hatte die beste Strategie? Und wer ist am effizientesten gefahren? Ja. Mike, wie war's? War ganz gut, oder? Ja, riesen Dank an den Mike und ans Fahrzeug, weil es war eine perfekte Kombination. Die Strategie hat perfekt gepasst, muss ich wirklich sagen. Super Vorbereitung und hat Spaß gemacht heute. Wir haben also insgesamt jetzt dreimal geladen. Der erste Stopp, da haben wir 10 Minuten geladen. Die Mittagspause haben wir genutzt, um vollzuladen. Und auf dem zweiten Teil haben wir nochmal 10 Minuten geladen. Das hat gereicht, um wieder nach München zu kommen. Und das relativ schnell. Und ich habe einen neuen Laderekord aufgestellt. 271 kW. Habe ich noch nie gehabt. Besser geht's nicht. Wir sind ja jetzt Erster, oder? Der Porsche fährt ja außer Konkurrenz. Genau, das zählt ja gar nicht. Zählt ja gar nicht. Sind nicht viel Berge gefahren? Stimmt. Wir haben eine Route gewählt, die tatsächlich weniger Höhenmeter hatte, als das eigentlich geplant war. Zwar ein bisschen länger, aber dafür ein bisschen weniger Berge. Einmal 25, einmal 20, einmal 10 und 40 Minuten mit der Mittagspause mit dem Essen. Also wir haben quasi drei Pinkelpausen, die wir tatsächlich gebraucht haben und das Mittagessen. Es hätte kürzer ausfallen können, wenn die Currywurst schneller gekommen wäre. Schön. Herrlich, herrlich. Jetzt zum Schluss kam noch mal ein bisschen Stau dazu, aber... Haben wir auch noch gemeistert, ja genau. Und ansonsten hat alles gut geklappt, Strategie mit dem Laden, alles aufgegangen. Ja. War viel Verkehr, aber ja, jetzt sind wir hier. Gepackt. Unter 11 Stunden haben wir uns das Ziel gesetzt, hat geschlappt. Vorbei. Nackt geschlappt. Oh. Sehr cool. Eine Erinnerung. So, was machen wir jetzt?
Offensichtlich haben wir es geschafft, ja. Schnellmerker. Strategie, ja, wir sind gefahren, wir haben geladen. Also es sind genügend Ladesäulen da. Eine große Strategie hat es da nicht gebraucht. Aber wir haben zweimal geladen, jetzt sind wir hier und haben Durst. 14,8 Kilowattstunden und ja, wir sind sehr zufrieden. Wir dachten am Anfang mehr, aber wir haben es so gut hingebracht, weil wir vorausschauend gefahren sind. Immer schön von meinen motorsportlichen Erfahrungen Schwung mitgenommen, nicht zu viel Gas gegeben, aber immer das Auto am Laufen gehalten. Ja, wobei, es wäre voll langweilig gewesen. War ja nur 860 Kilometer. Wie war es für dich, Nino? Ja, ich habe mich eigentlich auf 1000 gefreut. Was ist los? Wir haben eine Route gefunden, die deutlich kürzer war. Und wir haben nur dreimal geladen und einmal davon war noch überflüssig. 880 waren es nicht, 60, habe mich versprochen. 880 Kilometer. Wir haben ein bisschen Gas gegeben am Anfang und dadurch haben wir die Effizienzpunkte verschenkt. Aber mit 11,7 liegen wir doch ganz gut, oder? 11,7 Kilowattstunden kann man nicht meckern, ne? Ja, das wäre unser Wunschziel gewesen. Leider sind es 21,7, aber wir sind dafür ziemlich schnell unterwegs gewesen. Lief gut, wir haben zwei Ladestopps gemacht und haben jetzt noch 150 Kilometer übrig. Also von dem her sind wir wirklich top durchgekommen. Und ich glaube, wir sind eine Stunde früher als unser Best Case, den wir uns vorgestellt haben. Ist doch schön. Absolut. Freuen wir uns jetzt auf einen Abschlusstrink. Dieses Mal war die Trainingsgeschichte. Das nächste Mal, denke ich, holen wir uns dann auf jeden Fall den Pokal. Also der Porsche muss ich da... nee, Quatsch. Warm anziehen. Verbrauch heute Vormittag bis zum Mittag war tatsächlich unter dem WLTP-Wert. Sind wir stolz, dass wir das geschafft haben. Jetzt die zweite Etappe sind wir ein bisschen sportlicher unterwegs gewesen, ehrlicherweise. Und da war es jetzt bei über 21. Aber das liegt auch völlig in der Norm. Also für das Fahrzeug super gefahren, ja. Wir wären gerne wieder dabei, genau, wenn wir es so sagen. Das war unsere erste ED1000. Wir sind jetzt approved, würde ich sagen. Genau, und gerne nochmal. Genau. Das Trio im Dacia Spring ist mit voller Motivation um 7.30 Uhr losgefahren. Aber musste die Fahrt aufgrund zu vieler Staus auf den Autobahnen nach über 10 Stunden bei der Hälfte der Strecke bereits abbrechen und ist auf direktem Weg zur Motorworld zurückgefahren. Ja, man muss sagen, wir hatten ein bisschen Pech mit Staus und weiß ich wie, das war natürlich ein bisschen... Aber ich glaube, wir sind gut durchgekommen, ne? Jungs. Hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen, mit den Jungs einmal frei, ganz große Klasse. Wir waren auch einigermaßen diszipliniert, was Höchstgeschwindigkeit anlangte. Deswegen haben wir ein bisschen länger gebraucht. Aber uns war es einfach auch wichtig zu sagen, dass wir mit einem Tankstopp weniger als geplant ankommen konnten. Tankstopp ist gut, Ladestopp. Wir hatten die Klimaanlage der vergangenen Jahrzehnte reaktiviert, halboffene Fenster und es hat wunderbar funktioniert. Alles gut, lief alles super, Plan ist aufgegangen. Ja, wir haben die Morgenluft ausgenutzt, die kühle Morgenluft, sind dann im Eco-Plus-Modus gelaufen, haben da einiges geopfert sozusagen, auch die Medien. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen Puffer rausgeholt und dann aber, als es halt wärmer wurde, dann mussten wir natürlich die Klima anmachen. Aber ich denke, wir haben uns da sehr viel erarbeitet am Morgen und dementsprechend mussten wir auch nur einen längeren Stopp machen und sonst wirklich nur einmal ganz kurz noch nachladen. Ja. Nio ist auf jeden Fall am Start. Wir haben am Ende noch ein bisschen drauf gedrückt. Wir hatten halt ein bisschen Pech tatsächlich, weil wir zwei Ladestopps, zwei richtige nur hatten, aber sind viermal angehalten. Aber alles in allem war es, finde ich, trotzdem in Ordnung tatsächlich. Das Auto an sich hat sich top geschlagen. Also wir hatten halt wirklich nur zweimal mit den Ladestationen, dass sie nicht funktioniert haben. Interner Fehler stand drauf und da konnten weder wir noch das Auto dann was für. Ja, wir haben leider nur kurz vor 900 geschafft. Ein bisschen traurig, weil es so gut lief. Aber zum Schluss wurde es auch ein bisschen zäh. Nicht die Stimmung bei uns, die war gut.
Aber die Mitspieler im Straßenverkehr wollten nicht mehr so. Ich glaube, große Teile der Skoda-Geschichte müssen neu geschrieben werden nach dieser Fahrt. Wir waren mal zeitweise auf 12,4 tatsächlich runter. Aber das letzte Stück von Regensburg Bahn runter, dann die Baustellen, das hat uns ein bisschen nach hinten geschmissen. Und es gab dann einfach auch nicht mehr so gute Zugpferde. Wir waren uns so siegessicher quasi, dass wir auch gesagt haben, komm jetzt mal 130 hier. Ne? Zeigen wir auch einfach mal, was wir können. Der kann ja nicht nur sparsam, der kann auch richtig rennen. Da haben wir auch Helme aufgezogen für diese Momente. Ja, also wie ich schon gesagt habe, die Könige der Herzen, ne? Auf jeden Fall. Ich finde, die Autobauer haben wirklich einen tollen Job gemacht. Und ich finde, es hapert noch ein bisschen an den Säulen, an den Geschichten mit dem Aufladen. Na ja gut, in der Summe war es, wir haben zwei Ladesäulen angefahren, wo wir mehrere versucht haben, der einfach abgebrochen hat. Nicht? So was passiert halt auch, dass einfach Defekte da sind. Nicht? Und da haben wir sicherlich jedes Mal eine halbe Stunde verloren. Auch wenn die ED1000 kein Rennen ist und dementsprechend alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen, sind einige Teams besonders herausgestochen. Timo Bernhard und Mike Wienkötter im Porsche Taycan 4S absolvierten knapp 870 Kilometer in gerade einmal 8 Stunden und 32 Minuten. Den besten Verbrauch lieferten Jan Gleitzmann und Sascha Pallenberg im Skoda Enyaq mit 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und die beiden Teams von Opel sowie der Volvo absolvierten tatsächlich den kompletten Routenvorschlag und somit 970 Kilometer und alle Höhenmeter. Respekt! Und der NIO schlug sich übrigens auch ganz ohne Batterietausch hervorragend. Entlang der Strecke gibt es nämlich noch keine entsprechende Station. Aber auch alle anderen Teams lieferten beeindruckende Ergebnisse. Und wir freuen uns jetzt schon auf die vierte ED1000 im nächsten Jahr.